Back from the dead. .6.2022 und willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops und wir schauen mal direkt rein, was heute so im Shop ist. Wir fangen an mit dem Final Reckoning Set, 800 V-Bucks für die Chaos-Axt hier, dann Black Ooze dabei, hat so ein bisschen Venom-Feeling, muss man sagen, 500 V-Bucks dafür und dazu kommt natürlich hier Chaos, der Chaos-Agent, der einmal in der normalen Version kommt, einmal hier ohne, wo man sieht, wie sein Venom-Stuff schön nach oben flutscht, mit dem Ooze-Chamber auf dem Rücken, wo das Ganze hier kontaminiert ist, schön, also halbwegs zumindest. Ist schon krass, dieser Effekt, muss man sagen. Ist so Alien-like auf jeden Fall. 1500 V-Bucks zuletzt drin gewesen, vor 47 Tagen. Dann geht's weiter mit dem Tropic Trooper Set. Die Machete hier für 500. Dann Digital Grayscale. So richtig Army-Style auf jeden Fall. Für 300. Passt auch zu den Skins auf jeden Fall. Denn da kommen wir auch zu Bandolier. Passt schön zu seiner Hose hier. Kommt aber jetzt in zwei Styles. Auch einmal hier in diesem... ich weiß nicht. Hat sich so ein bisschen mit Senf bekleckert, sieht so ein bisschen aus. Mit der gelben Version feiere ich nicht so, muss ich sagen, die gelbe Version. Aber die andere Version auf jeden Fall. Und Backbling gibt es hier auch, Armory Back. Und einmal dann in der Variante, wo halt die Patronen so ein bisschen heller sind. 1500 V-Bucks. Dann haben wir den Chopper noch dazu. 1200 V-Bucks mit den Gatlings an der Seite. Richtig fette Gatlings sogar. Und wir haben Bandolette drin. In der Variante und natürlich auch einmal in der komischen Senfsoßen-Variante. Die Haare sind dann ziemlich nice auf jeden Fall. 1200 V-Bucks, zeigen wir mal die Haare hier. Ja, schön bunt auf jeden Fall. 32 Tage her. Dann geht's weiter mit, der Frostwing ist drin für 1500. Einmal kurz auf seinen Eisstrahl hier warten. Erinnere mich so ein bisschen an Game of Thrones. Komm, let's go. Mach da einen Eisstrahl. Komm schon. Lass nicht auf dich warten. Komm schon, komm schon, komm schon. Die Menge wartet. Let's go. Sehr gut. Und dann noch Valkyrie dazu. Für 2000 V-Bucks mit den Valkyrie Wings auf dem Rücken. 2000 V-Bucks. Zuletzt drin gewesen vor 149 Tagen, also eine lange Zeit her. Overtaker ist wieder drin. Einmal mit, einmal ohne Helm und natürlich mit seinem Lane-Splitter auf dem Rücken. Das schöne Schwert hier mit. Das ist ein bisschen blöd immer gemacht, ne? Einfach nur das Schwert wäre irgendwie geiler. Gibt es ja auch bei einigen Varianten. Spellslinger ist drin. Zwei Varianten. Einmal die blaue Variante, einmal die Feuervariante sozusagen. 800 V-Bucks. Overtaker übrigens 99 Tage her, Spellslinger war zuletzt drin von 29 Tagen, dann Brute Navigator, da hatten wir ja sonst immer die Frau drin, die ziemlich geil ist, den finde ich auch nicht schlecht, also wenn man eher so auf die männlichen Varianten steht, der ist auch auf jeden Fall ganz knackig hier, wie man sehen kann, 800 V-Bucks für den guten Herrn hier, der war zuletzt drin vor 202 Tagen, seltenstes Item heute und dann gibt es noch drei Emotes, angefangen mit Business Hips, 500, 73 Tage her, dann Smooth Moves, 800 V-Bucks, 22 Tage her. Und wir haben Hang On drin für 200 V-Bucks, zuletzt drin vor 32 Tagen. Also, Highlight geht heute raus, muss ich sagen, an Bandolier und Bandolette, muss ich sagen. Die finde ich irgendwie am nicesten. Brute Navigator ist auch nicht schlecht. Sind ein paar gute Sachen drin, ehrlich gesagt. Nichts Neues, aber ein paar gute Sachen sind drin. Da könnt ihr mal reinschauen, was euer Highlight ist. Ich gebe dem Shop heute mal eine 6 von 10. Schreibt, wie gesagt, gerne mal rein, was euer Highlight ist, was ihr favorisieren würdet, was ihr euch holt. Und supporten könnt ihr mich mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Like und Sub, freue ich mich auch. Und dann hören wir uns morgen wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.